So, ja, hey Leute, ich bin's mal wieder hier bei C9. Ich habe jetzt eine ganze Weile keinen Part mehr hochgeladen von C9. Das liegt daran, dass ich meinen PC platt machen musste. Also komplett alles runter und jetzt habe ich erst wieder die Spiele Hunted und C9 oben. Und ich glaube Blacklight. Deswegen war das in letzter Zeit, kam das ein bisschen knapp. So, ich würde mal sagen, wir quatschen jetzt erstmal kurz mit der Tante hier. Oh ja, wieder so eine Kisten, die sind cool. Und noch eine. Gut, was haben die uns eingebracht? Mal gucken. Ja, so einen komischen Trank. Ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Ein bisschen Eisen, naja, okay. Dann wurde ich auch noch wieder gefragt, wie ich denn Sachen verzaubere. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem früheren Part gezeigt hatte. Also mache ich das jetzt einfach dann gleich nochmal. Oh, irgendwie hat das gerade eine schlechte Verbindung. Jo, also um Sachen zu verzaubern, nehmt ihr euch einfach eine Rüstung. Obwohl, nee, ich kann ja meine nehmen. Danach hier, oder nee, ich nehme die hier. Die kann ich erst ab Level 27 nehmen, aber ist ja egal. Dann braucht ihr so eine Steine hier. Also, ja, genau. Die hier. Die heißen Magic Enhance Stone. Wie der Name schon sagt, zum Verzaubern. Und die Inferior Armor Enhancer. Das braucht ihr auch. Und dann eine Waffe werdet ihr ja haben. So. Dann braucht ihr nur eigentlich so eine Gegenstände. Diese beiden zum Verzaubern. Dann springt ihr hier runter zu dem Schmied. So. Und dann klickt da erstmal auf Enchants Armor. Wenn ihr jetzt die Rüstung verzaubern wollt, dann klickt da die hier rein auf das Feld und dann erscheint hier schon automatisch, was du brauchst. Wird hier unten angezeigt. Und das haben wir ja. Zwei Stück haben wir davon. So, zack, machen wir rein. Und dann können wir es jetzt verzaubern. Ja, das kostet 1866 Gold. Dieses Verzaubern kann auch manchmal fehlschlagen, deswegen ist es doof. Aber jetzt hat es nicht fehlgeschlagen. Und jetzt seht ihr schon, der Rüstungswert ist um ein deutliches gestiegen. Also jetzt haben wir 206 zu 52. Und hier unten auch nochmal etliche Boni auf Stärke und Health, also auf Leben. Ja, gut. Wir könnten das gleich nochmal machen, aber das mache ich jetzt erstmal nicht, weil ich ja auf eine Million Gold sparen wollte, wegen dem Gildenhaus. Das kann ich auch noch zeigen. Mit der Waffe ist das genau das gleiche. Ihr müsst aber die Waffe davor in das Inventar ziehen, bevor ihr das verzaubern könnt, weil ihr könnt das nicht gleich aus dem Slot hier oben rausziehen. Das geht nicht. Equipped items cannot be enchanted. Ja. Zieht da hier raus. Fügt da ein. Einen Stein. Oh, das kostet 9.700. Ach, scheiß doch drauf. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es fehlschlägt. Weil plus 5 ist schon relativ hoch verzaubert, glaube ich. Ja, failed. Ach komm, irgendwann mache ich es noch. Und wenn es wieder jetzt fehlschlägt, dann mache ich das nicht mehr. Ja, es hat geklappt. Plus 6 haben wir jetzt. Cool. Wobei es eigentlich ziemlicher Quatsch ist. Bald kriegen wir eh wieder neue Waffen und so. Ja. Ich würde mir auch einbilden, es kann aber auch natürlich sein, dass ich mir das hier wirklich nur einrede, dass hier unten diese komischen Symbole mehr geworden sind. Durch das Verzaubern, aber pff, keine Ahnung, kann sein, dass ich mir das wirklich einrede. Ja, was ist da noch zu machen? Gut, hier hinten können wir noch eine schnelle Mission annehmen. Bei Morris. Talk to Ariel. Ariel, okay. Also, wo müssen wir hin? Ach, zu der müssen wir auch. Und dann hinten am Brett haben wir auch noch was. Aber ich glaube, Ariel war die, die dann in der neuen Welt auf uns wartet. Deswegen, ich werde hier noch vielleicht ein, zwei Parts machen. Erstmal in Waterford. Dann werde ich vielleicht auch Level 26, 27 sein. Wie gesagt, ich spiele ja offscreen immer noch ein bisschen weiter mit ein paar Kumpels zusammen. Deswegen level ich ja mich zwischendurch auch auf. Das ist schon wieder eine Quest für mich. Dann kann man ja ab Level
24 in die neue Welt gehen. Die zeige ich euch dann vielleicht im nächsten oder übernächsten Part. Ich finde die ist auch richtig geil gemacht. Also ich war da nur kurz drin, habe da noch nichts weiter gemacht, nur kurz angucken. Können wir was verzaubern? Verkaufen? Nee, ne? Nee. Ja. Guck ich mal kurz, wo mich dann meine nächste Questreihe hinführt. Bin ich immer überlegen, ob ich das vielleicht gleich noch aufladen und irgendwann hochlade. Oder ob ich das... Also ich habe 3 in Mesherian Heights. Ja, ich glaube Mesherian Heights werde ich als nächstes machen. Ist auch egal, welches Level. Das überlege ich mir noch, wann ich den nächsten Part aufnehme und was ich da mache. Oder wenn nicht, könnt ihr auch schreiben, was ihr gerne sehen wollt, welches Gebiet. Oder würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!